Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf YouTube. Und zwar reagieren wir wieder auf Gang and Friends. Ich freue mich, Chat ist auch am Start, Brötchen sind am Start. Ich frühstücke jetzt dabei, nicht wundern, deswegen knuspert es ein bisschen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr gerne so zum Frühstück esst. Bei mir ist es aktuell immer Aufbackbrötchen mit geilem Belag. Und ja, wir reagieren auf Gang and Friends Streamer, die Matteo treffen. Das war ein Highlight. So, Chat ist auch am Start. Hallo Chat. Hallo YouTube. Geil. Und ja, wir gehen rein. Guten, Dankeschön, Dankeschön. Wir gehen rein, wir gehen rein. Oh, da kommt noch einer. Schnell, 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 schnell. Ich bin im zweiten. So. Ich will geradeaus. Geradeaus. Ja, geradeaus. Okay, aber muss ich irgendwo hingucken? Geradeaus. Ja, geradeaus, geradeaus, geradeaus. Hat Matteo einen Führerschein? Okay, das ist ein bisschen lustig. Ich hab's ganz bisschen kurz gehört. Da gönnt sich jemand. Der macht die Augen zu, während ich sie streichel. Scheiße. Chaya, bitte bleib bei mir, weil nur du mein Vibe kapierst. Du fragst mich, kommst du heute Nacht nach Hause? Für dich mach ich sogar von Hustle Pause. Skimmy war hier, Skimmy war da. Skimmy bleibt hart, nein, Skimmy in love. Skimmy putzt Küche, Skimmy putzt Bad. Chaya will gern chillen, Skimmy macht's klar. Chaya kommt zu mir, Chaya ist extrem. Chaya trägt kein Prada, Chaya muss jetzt gehen. Was war das denn? Ich bin ein großer Fan von diesem Mann. Seine Rimworld-Streams sind legendär. Schlecht. Du Sau. Ich hab mich gerade wirklich kurz gefreut, Mann. Weil ich wusste das nicht. Ich hab's genau in seinem Blick gesehen. Er war so, oh, er hat sich voll gefreut. Oh nein. Oh, es tut mir jetzt ein bisschen leid für Matteo. Nein. Weggelaufen. Ich hab das noch nie gehört. Hallo, Kurzer. Ich war gerade so, oh, Alter, geil. Ich bin weg und er redet gut über mich. Tut mir jetzt ein bisschen leid für ihn. Oh, Luca wollte ich auch noch spielen, ey. Jawohl, Divi! Kennst du die hier? Das ist verdammt gefährlich. No! Oh Gott. Okay, ich habe eine kurze Frage. Was passiert noch bei Red Dead Redemption 2? Also, spielt Chiara da noch den Story-Mode? Spielt sie das Spiel noch? Weil die spielen das, also spielen ja voll viele noch ein bisschen. Was macht man da noch? Also, spielt man die Hauptstory oder was macht man da? Spielt das noch jemand? Bob? Ich soll die Leute immer nur rumreiten und mit dem Pferd irgendwo abstürzen? Irgendwo, wo du möchtest. Okay. Warte. Oh, hier über Mixi. Perfekt. Ja. So, oh, ich hab's aus dem Flex gefallen. Alter, wie ordentlich hier. Und den Stuhl noch oben drauf gelegt. Willst du darüber reden? Brauchst du Hilfe? Leben wir bis 18.30 Uhr in diesem Run. Und tot. Das ist auch klar, dass das passieren muss. Was zum Fick machst du da? Den kenne ich, okay, den Clip, den habe ich schon mal gesehen. Physik-Lesson, ja? Stell dir mal vor, du schießt jetzt was. Okay, ja, now we're getting there. Nee, was passiert jetzt, wenn du schießt? Ja, nee. Der, nee, auch nicht. Guck mal, hier hinten ist so weich. Ja, ich krieg so mega in die Schulter. Ja, damit fängst du das auf. Und dann schießt du. Und dann fängst du aber den Stoß an. Wenn du das hier machst, dann fliegt dir das Ding ins Gesicht und du verletzt dich. Also nicht mit der, aber mit einer echten. Team Sniper incoming, verstehst du? Oh nein. Es ist 21 Grad und 35 Grad, was soll das? Ja, die beiden sind echt süß. Ich bin wirklich zu dumm für alles. Wie macht man. Leon, hilf mir mal. Ich habe zum ersten Mal Matteo getroffen. Oh, ich dachte vorher einfach, Matteo gibt's nicht. Ich war dreimal in Hamburg. Bonjour. Studio. Dreimal war der Typ nicht da. What the fuck? Ich so, boah, endlich zum ersten Mal sehe ich Matteo.
Ich komme hin. Ja, Matteo ist krank. Zweites Mal, drei Monate später. Gang and Friends Day, Offline Day, Bonjour. Ich so, boah, jetzt nicht, Matteo, ja. Ich komme hin. Ja, Matteo hat heute frei. Ich so, wie, der hat heute frei? Wie, warum? Der, dann soll der kommen. Der wohnt da bestimmt nicht weit weg. Nee, nee, der nimmt seine Off-Days sehr ernst. Wenn er frei hat, hat er frei. Ich so, okay. Drittes Mal, Bonjour, wieder krank. Ab da habe ich dann auch nicht mehr beliebt, dass es den gibt. Gamescom. Ihr werdet es jetzt sehen. Ich habe ihn getroffen. Er ist 1,35 Meter groß. Tim Horus so zu mir, da ist Matteo. Und ich so, hä, wo denn? Na, hier, vor dir. Oh, Matteo. Scheiße. Ha, ist kein Problem. Lauf mal einfach an den Kopf. Kommst du jetzt an ihm vorbei? Ja, ja, mach ich. Sicher? Oh. Stark. Also mal gucken, wie es ist, wenn ich dann drinnen sitze. Ich hatte jetzt auch schon eine Weile keinen mehr, der so lang war. That's what she said. Wow. Stimmt das bitte nicht out of context? What the fuck? Jesus Christ. Oh mein Gott. Ich hab nicht mal dran geschlafen. Ich hab's auch super spät gecheckt, ey. Ja, safe. Ich hatte Linda nicht. Leute, wenn man die Hand da hat, dann wird das Getränk nicht kalt. Ja, hört's euch an. Wenn man, ja, das stimmt. Ja, so ein Feuerbegräbnis. Oh. Es war schön mit dir. Oh mein Gott, das sieht so brutal aus. Ich kann nicht hingucken. Da wird dir die Haut weggebrannt. Das habe ich nicht mit gerechnet. Oh mein Gott. Das habe ich erwartet. Oh, nein, wie süß jetzt auf der Hand. Ich weiß nicht, was das geht. Oh mein Gott. Das ist cool. Du kannst durchziehen. Zieh durch. Zieh durch. Oh, was auf der Stelle? Oh, das Spiel sieht lustig aus. Was ist das? Ich muss das auch spielen, Chat. Ich muss ja auch wieder Autofahren üben. Das wäre das perfekte Spiel für mich, glaube ich. Wie heißt das? Was macht man da? Das ist ein Autofahrsimulator einfach. Fahrschule oder so. Sie werden so schnell erwachsen. So schnell wurde der groß, hast du gesehen? Pass auf, wenn du auf Tripstone... Oh! Irgendwer fällt. Oh, da bin ich. Oh mein Gott, nein! Oh, wir haben uns! Nein! Oh Gott. Wir leben doch klein! Wir spielen übrigens wieder Shane Together die Woche. Gleiten. Oh, ich hab uns. Oh. Nein, ihr zieht mich runter. Oh Gott. Ich kann nicht. Komm, noch ein Stück. Ja, ich zieh. Ein Stückchen. Ja. Oh. Das war anstrengend. Oh Gott. Kann jemand von hochziehen, bitte, Paddy? Oh Mann. Wieso? Ah, jetzt. Papchi? Ne, Papchi? Kurz. Zum Glück nicht weit gefallen. Okay, 2, 1. Warte! Fuddel aber auch immer, ne? Da kommen die Tränen raus. Das Haus ist. Muss jemand Leute auch so schreiben, Leder? Ist das bald? Ist das eins so von denen? Ist das heult. Ich muss das unbedingt spielen. Junge, Gold. Also mein One-Rap Max war 140. What? Tim Horus ist halt so breit. Ich weiß gar nicht, wie groß Tim Horus ist. 1,82 oder so. Aber der ist halt auch 1,82 breit, so. Und ultra stark. Ja, du bist viel größer. Ja, riesig. Das ist ein kranker Unterschied. Aber es ist krass, weil du so breit bist, wirkst du kleiner. Schon klein, oder? Also du wirkst wie 1,75, ja. Weil du halt actually auch 1,50 breit bist. Ja, wirklich. Er ist nicht nur klein, sondern auch dünn. Tim Horus ist aber wirklich extrem stark. Ich war auch sehr froh, dass Tim Horus mir mit beim Einziehen geholfen hat. Der hat hier die Möbel hochgetragen. Mit Fischi und Maluna zusammen. Also ich habe auch ein bisschen was gemacht. Aber jetzt hat es an der Tür geklingelt. Scheiße. Ich muss kurz zur Tür. So. So viel bestellt. Nee, eine Sache ist ein Paket, was ankommt heute noch. Die andere Sache ist Apotheke. Und das war jetzt was zu trinken. Getränky. Und neuer Aufschnitt, weil der ist jetzt fast leer. Oh. Da sieht man ja, Matteo ist ja 1,35. Das sind dann nochmal so. Ben Franklin ist ein Sub. Du hast bestimmt gestern einen Sub geschenkt bekommen. Hello.
7 cm, dann ist Tim Horus 1,42 ungefähr. Warum brechen wir bei den armen Leuten ein? Erstmal, die Leute sind nicht arm. Und mir als Entdecker steht es natürlich zu, diese Gesellschaft zu belehren und ihnen meine Werte und Glaubensrichtungen aufzuzwingen. Sag Walla? Nee. Cola trinken und Fortnite spielen? Das ist die beste Bestellung meines Lebens. Und schauen, was wird? Was wird? Oh, hier sind noch andere. Ha? 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 Und warum liegt hier Streu? Geil. So. Ich muss dieses Spiel spielen. Meine Frösche hier ihre ich brauch so ein Lenkrad. Meine Zunge pressen. Wow. Okay, das. Ich frag mal Bram, ob er noch so ein Lenkrad hat. Das ist eine ganz normale Sache, okay? Irgendjemand meinte, ich soll mal Bram fragen. Mach das jetzt nicht awkward, Leute. Der Satz war schon höchst gerade. Das war schon. Ich glaube, mein Crunch wäre Danny Phantom. Danny Phantom. Boah, der war geil, ja. Check ich. Also, wenn ich auf Männer stehen würde, würde ich den daten. Ja. Digga, Danny Phantom, ich hätte ihm so. Oh, oh, oh. Check ich. Oh je. Okay. Ich seh's nicht. Alter, Pipo, hast du zugenommen? Oh. Pipo wiegt auf 1 Gramm genau. Workout erstmal. 34,8. So embarrassing. Und oh. So schleicht sich der Jäger an seine Beute. Abo-Falle, Fehler, Dankeschön für die. Oh, abonniert für 3 Monate im Voraus. Fehler, Alter, Dankeschön für die 3 Monate im Voraus, Dankeschön. Nee, warte mal, du bist schon im zweiten fortlaufenden Monat, das heißt, das hast du letzten Monat gemacht. Dankeschön. Oh, ich bin die ganze Zeit über Bart drüber, das habe ich gar nicht gesehen, scheiße. Oh, oh. Sorry, Bart. Dankeschön, Fehler. Oh, oh. Ja, das war nicht so gut. Na, der Speer. Der wird nicht fett, Chat. Man auch eine Mission so, wenn man so Unterschriften sammelt. Ja, ist auch echt so. Pipo hat nur starke Knochen und starkes Fell. Süß. Dankeschön. Gerne. Euch Toni fragen, ob sie auch unterschreiben will? Ja. Chiara? Wenn es okay ist? Ja. Ich entscheide hier einfach. Ich war so. Ich moderiere einfach kurz. Hallo, ich übernehme jetzt den Stream. Du kannst jetzt gehen. Hast du denn eine Bockwurst? Das ist mal anpassen. Ja, schon. Siehst du die schwabbeln? Nee. Darf ich auch mal? Geh mal selber in die Hand und mach mal. Nimm, schwabbel mal. Ja. Das Spiel ist auch so wild, ne? Das müssen wir auch mal wieder spielen eigentlich. Das Geräusch! Wenn Leute dumme Sachen mir gegenüber sagen, Mulch, oder halt dumme Sachen, ich merke das halt nicht mal. Ja. Und so im Endeffekt, keine Sau juckt das. Also ich sag mal so, das stimmt fast uneingeschränkt. Also ich habe glaube ich noch nie mit jemandem auf dem Com-Treffen oder auf einer Messe gesprochen, wo ich danach dachte, what the fuck ist mit der Person los? Außer der eine Dude, der mich 10 Minuten lang vorgelabert hat, dass ein menschliches Gespräch mehr wert ist als ein Foto machen. Ich glaube, Matteo hat noch nicht gestreamt. Ich überlege gerade, ob das bei mir schon mal der Fall war. Ich glaube nicht. Ich hatte immer sehr positive Momente mit Leuten auf Messen. Oder? Seit die Gamescom vorbei ist. Der wird euch wahrscheinlich noch erzählen, wie stolz er drauf ist, wie viele Leute verwundert waren, dass er doch größer ist als gedacht. Das war nämlich das Erste, was er mir gesagt hat. Aber ich wusste ja schon, wie groß er ist. Aber ich habe auch gesagt, ich glaube, er ist ein bisschen gewachsen. Oh mein Gott, das ist ja Weihnachten. Das ist ja so schön, das ist der schönste Tag meines Lebens. Lumi baut so 5 Stacks ab. Oh nein, bitte nicht. Ja, stimmt, imagine. Nein, es ist bestimmt. Nein. Es ist blau. Ach, sie dachte, das wäre Diamond. Warte, jetzt? Oh nein. Oh, und ich dachte wirklich so, 5 ist schon krass in der Reihe. Mann, das ist wirklich einfach nur blau. Ich dachte, es wäre Diamond. Oh nein. Guck mal, dann hier so. Angel, hallo und herzlich willkommen. Alles gut. Valentin ist so ein netter Mensch. Ja. Wirklich. Kommt drauf an, Mann. Er hat mich vorhin als Ratte beleidigt. Also, naja. Oh, was? Ja, lass mal sehen, was hier passiert, wenn du nicht da bist, Chiara. Okay. Ja.
mal so. Alter. Das ist so der gleiche Move wie Leute, die ein Selfie von sich machen, wenn sie ein Foto von jemand anders machen sollen. Das ist genau das gleiche. Das mache ich immer. Hallo, das bin ich. Oh mein Gott, das habe ich auf der Gamescom so oft gemacht. Weil ich bin ja auf der Gamescom oft mit Fischi rumgelaufen. Und Fischi ist ja sehr bekannt. Und Leute, die Fischi kennen, kennen mich nicht zwangsweise. Und da sind wir so rumgelaufen. Und immer wenn jemand zu Fischi kam und kann man ein Foto machen, habe ich immer gefragt, wenn ich dabei war, so soll ich das von euch machen? Und dann... Naja, und dann habe ich immer die Fotos von denen gemacht und dann am Ende immer noch das Selfie von mir. Ich brauche davon eine Collage eigentlich, ich muss die mal, keine Ahnung. Und das Geile ist, wenn du dann auf Galerie gehst, siehst du halt als erstes mein Selfie, anstatt die Fotos mit Fischi. Oh, ich würde so gern wissen. Also bei manchen habe ich das gesagt oder manche haben das direkt gesehen, manche nicht. Bin sehr gespannt, wie die Reaktion war. Lukas und Mazat haben auch gemacht. Okay, aber gut zurückgezahlt. What beats just giggles? Matteo from Bonchwa. Matteo from Bonchwa does not beat just giggles. Who's Matteo from Bonchwa? Never heard of him. Just giggles sounds like a YouTube personality. No. And YouTube personalities are way more famous than some obscure Matteo guy. Lol. Jawoll. Ja. Wie versexe ich Pflanzen? Wie für was? Wie versex sich Pflanzen? Also, dass sie mehr werden. Hallo, Lisa. Dankeschön. Ich wollte gerade Fahrrad unterschreiben. Wie cool. Darf ich auch was malen? Ich habe da auch unterschrieben. Aber am Ende, glaube ich, am letzten Tag, da war schon alles voll. 6, 7, da, 8, 9. Ich werde zu Baso. Ja, ich, weißt du, was lustig ist, Lilium? Ich habe sogar Baso geschrieben, wegen den Pflanzen, wie man die gießt. Ach, süß. Also sie hat auf meine Insta-Story geantwortet, weil diese eine Pflanze in meinem Schlafzimmer ist gestorben einfach nach 2 Tagen gefühlt. Die hatte gar keinen Bock mehr. Und dann schreibt sie mir so, ja, du musst sie so und so gießen und da und da. Und ich so, ach, süß. Danke, Blumenbaso. Okay, also wenn ich mir irgendwann mal Blumen holen sollte oder Pflanzen, dann werde ich auf jeden Fall auch Baso schreiben. Ich habe nur Fake-Pflanzen übrigens hier. Hier oben auf dem Regal ist auch eine Fake-Pflanze. Im Badezimmer ist auch eine Fake-Pflanze. In meinem Zimmer habe ich eine Fake-Orchidee. Okay, dann können wir einfach... Okay, wir wählen, man will. Wir hochgehen, rüber. Und rüber. Scheiße. Und rüber. Boah, da war ich aber innerlich schon tot, ne? Guck mal, mein Blick. Ich konnte gar nicht mehr. Ich hab uns. Du hast uns. Ach, guck mal, ich hab uns. Guck mal, wie krass ich wieder war. Guck mal, da sieht man, wie ich krass gecarried hab, die Runden. Maschine. Das ist ein höhenverstellbarer Schreibtisch, den man nicht höhenverstellbar höhenverstellen darf. Moment. Was du unter den Tisch krabbelst, ist die falsche Reihenfolge, ne? Lol. Haben genug Zeit heute, keine Sorge. Tut mir leid. Mazat. Ich habe wieder alle gerettet. Wie immer. Außerdem, das ist sehr feministisch von mir, wenn ich unter den Schreibtisch komme. Okay, jetzt komm. Lol. Ist aufgefallen, ich muss mein Make-up ändern. Nach dem Foto sah ich auch keine Bleiche im Gesicht aus, aber der Rest nicht. Also tatsächlich, wie gesagt, dieses OBS zeigt nicht, wie man wirklich aussieht. Dein Stream läuft noch. Mein Stream läuft noch, warte mal. Ich geh zu schnell rein. Oh, da war ich wieder krass. Ich werf eine Nade aufs auf die rechte Loch. Zusammen, oh Gott. Oh. Oh, ein HP. Oh Gott. Ah. Kein Problem für mich. Das war richtig krass. Wie findest du mein Haus von innen? Ich komme gerade voll gut in diesem Video rüber. Das ist gut. Das ist gut. Keine Fails von mir diesmal. Scheiße, was? Wieso geht das nicht? Ach, das Loch. Ich bin da nicht. Denkst du, ich bin dumm? Wie hast du es gemacht? Ja, geh rein. Einfach gehen. Du bist so ein kleiner Dummi. Ist das lustig? Oh, lol. Nein, jetzt ist mir das auch passiert. Was? Also bauen wir einen dritten rein. U-Turn machen wir in 2 Kilometer. Ja, 2 Kilometer ist aber ewig. Fahren Sie mal sehr langsam. Vielleicht können wir die Prüfung aussitzen, bis wir an der Kreuzung sind. So, hier, genau. Was? Was? Die fahren in die falsche Richtung. Okay, geil. Ladies and Gentlemen, hallo. Nee. Ja, okay, das war sehr lustig. Also ich brauche definitiv dieses Spiel.
Definitiv. Ich schicke euch nochmal den Link zu dem Originalvideo. Ich gebe auch mal einen Daumen nach oben. In den Chat lasst da gerne auch einen Daumen nach oben da. War wieder sehr witzig, Tim Horus. Sehr gut gemacht. Und ich bedanke mich bei den Leuten von YouTube, die hier bei diesem React zugeguckt haben. Dankeschön, vielen Dank, danke. Schönen Tag noch. Und wir streamen jetzt hier weiter. Also YouTube, wenn ihr mal nichts zu tun habt, checkt gerne den Twitch-Link in der Beschreibung ab und seid doch auch mal dabei, wenn ich live bin. So, Chat, wir machen jetzt noch weiter. Dankeschön, tschüss YouTube. I never answer to no man, I still go, 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 go.